Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Heute zusammen mit dem Nick und dem Andreas. Schaut auf jeden Fall beim Andreas vorbei, der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr auch so viel Geld wie ich in GTA haben wollt, um euch wirklich ganz, ganz viele Sachen zu kaufen, dann habe ich da was für euch. Das funktioniert allerdings nur für den PC. Trotzdem, der erste Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu einer Seite, von wo auch ich mein Geld gesponsert bekommen habe, deswegen steht auch Werbung in der Ecke. Dort könnt ihr euch wirklich sehr, sehr günstig, meiner Meinung nach auch professionell, ein bisschen GTA-Money holen, falls ihr noch ein bisschen was braucht und falls ihr Bock drauf habt. Schaut da auf jeden Fall vorbei, würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Nice, ich hab Geld und kauf mir jetzt direkt ein Auto. Ah, ich hab mir da schon eins ins Auge gefasst. Den will ich unbedingt haben. Gibt ja auch eine Garage. Hupst du? Ja. Och Mann. Alter! Ich kauf grad ein! Digga! Mann! Zurück zur Karte. So, was kann ich mir noch kaufen? Ich brauche eine Garage. Du bist jetzt CEO von Mike Let's Play. Nice. Boah, ja. Hier kann ich mir doch bestimmt noch irgendwas kaufen, oder? Oh. Ja, da war ich noch nicht. Oh. Was hast du gemacht? Oh, what the fuck? Alter. Oh. Ich guck grad raus, auf einmal steht da so ein fettes Teil. Alter. Welches ist denn der geilste? Beipreden. Alter. Ey. Ich wurde wieder rausgeschmissen. Alter, ohne Müll. Okay, dann warte ich noch kurz. Nee, ich nicht. Ich wurde aus meinem Kauf. Warum hackst du? Digga! Hackst du gerade wirklich oder nicht? Nein! What the fuck? Okay, das jetzt gibt's Krieg. Nein, ich wollte keinen. Nein, nicht, nimm sich an. Warte ich mal, ich muss mir mal so ein Ding jetzt noch kaufen. Warte mal kurz, Nick, bevor du mich nochmal killst. Hey, wo soll ich hinkommen? Alter! Willst du mich verarschen? Ich war grad im... Ich gehe jetzt. Ich bin tot. Ich versteck mich in der Ecke, zum Glück bist du gestorben. Ich hab grad alles eingestellt gehabt schon. Was macht er? Killt mich. Dringend. Alter, verpiss dich. Hier piepst alles neben mir. Was hast du gemacht? Was tust du gerade hier hin? Ja. Hilfe! Ich muss gerade die Cops töten. Warum piepst du irgendwas neben mir? Ah, die da. Der Andreas fährt irgendwo in der Welt rum. Ich finde das eh so dreist, dass hier alles piepst. Ja, das weiß ich nicht. Nee, wenn ich mich jetzt gleich bewege, ist das so eine Annäherungsmine oder so. Ja, ich kauf gar nicht, ich mach nichts, ich bin friedlicher Typ. Bei mir sagt er gerade, mein Geisteszustand ist gestört oder irgendwie sowas. Ja, das sind ultra viele Annäherungsminen, Alter, das ist so ein Spaß. Ne, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt. Ich dreh mich gerade um und dann fliegst du. Warum ruft mich Lester die ganze Zeit an? Wo bist du? Komm her. Nein! Fick dich! Ich hab dich getroffen! Ich hab gar kein Aim mehr, so lange kein GTA mehr gespielt. Warte mal. Alter, mich rufen die ganze Zeit Leute an. Wo bist du denn? Hä? Oben. Oben, oder? Hm. Komm doch her. Oh! Digga, komm noch her, oder? Komm noch her! Nein, mich ruft jemand an! LOL! Nein, hey. Die Cops! Die Bullen sind häselig! Hesel was? Häselig! Kennst du noch nicht, ist ein Insider. Wir sagen nicht mehr hässlich, also nicht mit, also, ne? Hässlich gibt's nicht, es heißt häselig. Okay. Ja, so gut, Alter. Ey, Junge, Alter. Du gleich ein Panzer. Nee, hab ich noch nicht, warte.
Kannst du bitte warten, bis ich auch einen habe? Ah! Hä? Die fällt mich einfach um! Und Andreas chillt irgendwo sein Leben. Sag an. Warte. Schnell. Ja. Ach, das sind die Bullen. Ich steige im falschen Auto ein. Ich wollte gerade bei der Polizei einsteigen. Wie dumm kann man denn sein? Geh mal weg. Der hat Nervbombe mit dran. Geh mal weg. RIP. Schüttel die Cops ab. LOL. Also, der bisschen, guck mal da links, der Motorradfahrer. Die Motorradfahrerin. Wo denn? Hier auf meiner Höhe. Die fährt einfach absolut Geisterfahrer. Ah, da. Ich seh. Oha, Alter. Warte, erstmal Reifen kaputt schießen von dem. LOL. Alter. Ich bin quasi parallel zu Andreas, ich sehe ihn. Wo siehst du mich bitte? Ich sehe. Oh scheiße, ich habe einen Unfall gebaut. Was ist im Spiel? Haha. Okay, da ist er, ich sehe ihn. Ich komme, ich bin da. Ich nutze die Rampe. Ich dreh mich! Und ich. Wo zum Geier bist du? Am Flughafen. Oh! Da! Auf der Landebahn. Hier, Leuchtpistolen, da bin ich. Ah, ich seh's. LOL! Hab ich eigentlich auch ein Flugzeug? Weiß ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Kamikaze werden. Das ist nicht ganz geschafft. Ich bin jetzt bei meinem Flugzeug. Mein Hang, ja. Gar nicht hingeschaut, richtig geil. So ein abgehobener Typ wie ich. Oh Gott. Oh! Digga! Ich hab nur den Motorgeräusch, nee, komm, ich bin nicht gestorben. Ich weiß. Ich hab nur so gehört, so brrrr. Dann war so ein Flugzeug direkt neben mir. Okay, ich komm jetzt, ich hab jetzt echt keinen Bock mehr. Also ich hab so viel Sand schon eingekauft, ich hab noch 890 Millionen. Irre. Geil, oder? Hi. Servus. Ich geh wieder. Ich will nämlich das andere Flugzeug, da stand noch ein anderes und ich hab einfach das falsche genommen gerade. Ich bin auf der Landebahn. Hat einer von euch diesen Kampfjet? Ja. Ich bin auf der Startbahn. Andreas, steig mal ein. Wo bist du? Wo bist denn du? Hinter dir. Hä? Geht? Ich habe ein richtig krasses Teil. Ah. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Zerstörung? Ron, ruf mich an! Ja, park genau vor mir, genau. Schau mal, ein schönes Auto. Ich habe ewig danach gesucht. Steig jetzt ein. Warte. Wow, steig ein. Ich glaube, über mir ist so ein Waffendingens. Ne? Ich glaube, das kannst du fliegen. Fliegen, bitte oder? Ach, ein Geschützturm. Und warte mal, ich fahre den Lambo irgendwo in den Turm. Junge, ich jetzt, flieg jetzt weg. Lach mal, warte mal kurz. Nein, jetzt fahr doch mal! Ja, vor mich zu fahren! Warte! Hier, der ist ideal. Nein! So. Juhu! Ja, ciao! Du hältst jetzt an! Du hältst an oder ich schieß dir den Lack ein! Okay, warte. Aber ich muss ein bisschen zurücksetzen, okay? Ja, oh, macht der So, jetzt das reicht, sollte ausreichen. Wo bist du denn? Ja, ich lauf direkt auf dich zu. Ich seh dich nicht, du bist so klein. Ja, ach. Im Vergleich zu diesem Teil. Und wenn du auf dieses Geschütz kannst. Das sieht aus wie ein Strahlenflugzeug oder sowas. Keine Ahnung, das sieht auf jeden Fall extrem geil aus. Und wenn du in dieses Geschoss gehst du da rein? Bin jetzt drin, drücke
Warte, du benutzt das Turmgeschütz einer Volatol. Ja, das so heißt das Flugzeug, ja. Wie kann man nochmal fliegen? Mit Numpad. Ja, wie ging das? 8 und 5 und 4 okay, und 6. Okay, ja, genau, okay. Die Frage ist, wo schießt du hin? Da unter dir. Du kannst es nicht mal sehen. Ja, eben. Das Flugzeug ist viel zu groß. Das ist halt echt so. Die Kammer hat, also die Waffenkammer hat einen ultra krassen Neigungswinkel, um sagen. Wo ist denn der andere Typ, hä? Jo, das bockt sich ultra. Das habe ich noch nie gesehen. Hä, wo bist du, Nick? Du bist irgendwo in einem Hangar oder so, oder? Boys. Hey, ich bin direkt hinter dir. Ich bin selbst in einem Heli. Was? Guck. Ich sehe dich nicht, du bist viel zu klein. Ja. Angeber. Junge, ich bin so fett, Alter, kannst nicht sehen. Oh, es wird ein kleiner Sturzflug vielleicht. Oh, ich sehe, die Dächer kommen näher. Ja, ich will ja zu meinem Penthouse. Mit dem Ding? Ja. Willst du auf der Terrasse landen oder was? Ja, hab ich vor, ich spring raus. Also ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich spring raus. Sag mir Bescheid, wann. Ich weiß nicht, wo mein Penthouse ist. Ich such's gerade noch vergeblich. Okay, das müsste es sein. Jetzt geht's runter. Das müsste es sein. Oh, ich kann nicht mehr hochziehen. Doch, kann ich. Bestimmt. So krass, wie ich bin. Wow. Oh. Ich sehe halt nicht, wo du hinschießt, aber ist geil. Wow, 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 wow. Die hoch, Mann. Wow. Jo, ich hab ein Moped getroffen. Das ist schön. Nee, das ist es nicht. Das ist ja nicht mein Penthouse. Ich check nicht, wo mein Haus ist. Ach, da ist es. Ich hab's. Da, wir fliegen drauf zu. Ich sag dir, wenn du rausspringen sollst, okay? Ja. 3, 2, 1, F! F, F, F! Ich kann nicht F drücken, wie springen wir? Ich kann auch nicht! Ich kann aus ich dem. Ich bin raus! Jetzt bin ich auch raus! LOL, hä? Was war das für ein Bug? Ja, ich dachte schon, ich bin doof. Aber ich bin nur nicht doof. Wo bist du? Das ist dein Bude, Dude. Ich bin bei meinem Haus. Ich bin perfekt gelandet. Ah, da bist du. Oh. War ein bisschen eine geile Landung. Ich glaube, das ist mein Haus. Ich frage mich nur, wie ich da reinkomme. Nee, nerv mich nicht, sonst gibt's Blei. Kann man hier rein, hallo? Nee, es ist gar nicht mein Haus. Scheiße, das ist gar nicht mein Haus. Du brauchst ein Auto, Alter. Das hilft mir mal. Ja, du brauchst mir zu lang. Oder ich spring einfach warte, hier runter. Warte, ich kümmere mich. Ich bin weg. Ich laufe jetzt zu meinem Auto. Zu meinem Haus, meine ich, nicht zu meinem Auto. Zu meinem Auto auch, weil ich habe da ganz viele Autos. Hier, das da unten ist es. Jetzt müssen wir da nur irgendwie gefahrenlos runterkommen. Junge! Ah! Was soll denn das? Oh Mann, nein, ich fall. Ich werde sterben. Ich bin tot. Nice. Ah ne, das ist der Nick. Warum steigt er nicht ein? Warte, dann kann ich da. Jetzt zieh mich doch raus, Alter. Was lacht der schon wieder? Junge! Boah, der NPC. Ich liebe den NPC. Oh, Scheiße, ich hab einen Unfall. Das ist die Bude! Scheiße, er hat mich gekillt! Ich hör nur Schüsse hier, was zur Hölle geht jetzt schon wieder ab? Ich habe damit nichts zu tun. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Schaut wie gesagt bei den anderen vorbei. Und wie gesagt, falls ihr GTA-Money braucht, wisst ihr auch, wo ihr es finden könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.